Hallo und herzlich willkommen in dieser geschützten, feinen, kleinen Ecke des Internets, wo es ausschließlich um dich und dein individuelles Leben geht. Du darfst strahlen, dein Business darf strahlen, alles darf so sein, wie du es für dein Leben gerne hättest, oder? Die Welt wartet auf dich, auf deine Individualität, auf deinen individuellen Klang und Singsang. Und du musst dich mit gar nichts abfinden. Alles Belastende und Stoppende und Kleinmachende kann längst weg. Lass uns das in dieser kleinen, feinen Ecke hier zusammen anschauen, wo deine Souveränität und Gelassenheit aufblühen darf, weil dein Leben leicht sein darf. Ich bin Nadja. Ich werde immer wieder darauf hingewiesen, dass ich meine Videos immer einfach so anfange oder und das gar nicht dazu sage. Aber ich denke mal, es hat so viele Hörer unter euch, die schon bei mir im Coaching waren oder sind oder mich sowieso persönlich kennen. Und deshalb sage ich das immer gar nicht so. Aber ja, ich bin Nadja und lebe in der Schweiz und bin Coach für dich persönlich und für dein Business, weil du überall in deinem Leben Flow und Leichtigkeit haben darfst. Und manchmal verstehe ich mich gar nicht so richtig wie als Coach, sondern da bin ich mehr wie Sparringspartner für deine Ideen und für dein Leben, weil das individuell sein darf mit deinen Ideen, was die Intuition dir da so hoch blubbert. Und da biete ich einfach den Raum, das erzählen zu können und mal mit einer neutralen, ja, mit einem neutralen Menschen teilen zu können. Und ich stelle dann Fragen und höre zu und erkenne dann, wohin die Reise gehen könnte und offeriere dir diese Ideen, die ich da raushöre, sodass du frei entscheiden kannst, ja, das resoniert mit mir, das fühlt sich stimmig an oder nein, das ist es gar nicht, oder? Auch das ist ein wertvoller Schritt in deinem Business, in deinem Leben. Weil ich liebe Menschen und begleite sie so gerne in ihr stimmiges Traumleben und durch diese historischen Zeiten. Und da werde ich nicht müde, wie eine hängen gebliebene Schallplatte, dir wieder und wieder und wieder die Idee zu offerieren, zu sehen, dass wir in historischen Zeiten sind. Das heißt, wir sind in einem gigantischen Achtsamkeitstraining, das uns mit verschiedensten Herausforderungen und Events, Theaterstücken, Geschichten einfach immer wieder wie einlädt, alle in uns schlummernden Muster, Glaubenssätze, Überzeugungen, Programme, Herangehensweisen, vermeintliche Ruhekissen oder wahrzunehmen, dann aufzuarbeiten und in deine neue Größe zu gehen, zu erkennen, wo du dich klein gemacht hast, weil du wegen Zugehörigkeit irgendwas geglaubt hast, weil du wegen Obrigkeitshörigkeit irgendwas geglaubt hast, weil du wegen blindem Gehorsam irgendwas geglaubt hast oder was wir alle in uns drin haben und hatten. Und das ist der historische Prozess aus meiner Sicht, durch den wir jetzt intensiv durchgehen, was überhaupt nicht mehr aufhört, wo kein Retter kommt. Niemand macht diese Arbeit für uns und für dich. Jeder darf sich selber entwickeln in seiner Intensität und seinem Tempo, wie er Lust und Laune, Mut und Offenheit und Neugier hat, oder? Und das ist der historische Prozess, wo wir wie in einem Computerspiel Level um Level eingeladen sind, uns hinzusetzen und bei dem Level, der gerade offeriert wird, bei dem Thema, das gerade offeriert wird, bei der Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, bei dem Theaterstück, das gerade offeriert wird, uns hinzusetzen und die Beteiligten, die Handlungsmuster, die gewünscht erzeugten Emotionen und die verschiedenen Bausteine, die dazugehören, zu identifizieren, zu erkennen, wie wir das in der Oper auch machen, oder? Wo wir im Programmheft lesen, ah, das sind fünf Akte. Im ersten Akt passiert das, dann das, dann das. Der hat die Rolle, der hat die Rolle.
Das ist die Bevölkerungsgruppe, das ist die Menschengruppe. Und deshalb erkennen wir dann die Oper immer, immer wieder, obwohl es vielleicht mal eine moderne, mal eine alte Aufführung ist. Das ist der historische Prozess nach meinem Verständnis, was ich dir offerieren möchte, zu erkennen, weil es das so viel leichter macht und so viel dich raushält, immer und immer und immer wieder dich in diese Emotionen rein verführen und stürzen zu lassen, die da so erzeugt werden wollen. Oder? Und in dem Moment, wo ich für mich in der Meditation das Bild gekriegt habe, schau doch mal das an wie ein Computerspiel, habe ich verstanden, ah, das ist tatsächlich, mal musst du die geheime Tür entdecken, mal das Schwert, mal die verborgene Treppe, oder? Und wenn ich die in dem Level gemeistert habe, das Muster erkannt habe, die Zusammenhänge gesehen habe, dann fällt mir der nächste Level wieder leichter. Da hat es neue Dinge zu lernen, aber ich baue auf dem Gelernten auf. Ich falle nicht immer wieder auf die gleichen Muster drauf rein. Und was ich einmal gelernt habe, habe ich in meinem Rucksack drin, als Toolbox, als Erkennung. Da hat mein Gehirn die Synapsen gebildet. Das heißt, für jedes weitere Theaterstück, für jeden weiteren Computerlevel funktioniert mein Gehirn und mein Körper schon, dass es die Muster erkennt und sagt, das ist kalter Kaffee, das ist einfach ein Theaterstück, der nächste Computerlevel, lass mich durchsurfen, oder? Das heißt, die historischen Zeiten nach meinem Verständnis sind die Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins. That's it. Das ist alles. So wie der Dreijährige noch ins Marionettentheater geht und da mitfiebert mit dem Kasperl, mit dem Krokodil, mit dem Polizisten, ist der Achtjährige gelangweilt. Der sieht die Fäden, der sieht die Holzschnitzerei, der sieht, dass es nur so Handfiguren vielleicht sind, der sieht die Theaterbühne, die hinterm Vorhang wieder neu arrangiert wird oder die sich so dreht, oder ein Achtjähriger hat den Level, diesen Computerlevel Marionettentheater gemeistert. Der hat sein Bewusstsein weiterentwickelt. Der erkennt die Struktur, den Aufbau, dieses Menschengemachte. Der erkennt, dass das keine echten Figuren sind, kein echtes Drama, sondern nur gespieltes Drama, oder? Und steht drüber. Der Achtjährige geht souverän und gelassen, höchstens noch mit dem kleinen Geschwisterkind mit. Aber der fällt da nicht mehr drauf rein, auf diese Emotionen, die erzeugt werden sollen. Und genau das ist, wo die Menschheit durchgeht, durchgeführt wird. Dass wir Level um Level wie ein kleines Kind die Marionettenfäden sehen, die geschnitzten Figuren erkennen können, die Figuren im Hintergrund, die Figuren, die das Theaterstück geschrieben haben, dass es wie immer der gleiche Ablauf ist, oder? Alles das dürfen wir erkennen und in uns transformieren. Die Glaubenssätze, Muster, die uns bisher vielleicht noch geblendet haben, die uns noch in die Emotionen haben reinstürzen lassen, die fallen, die lösen sich dann auf, oder? Das ist der weltweite Prozess, in dem wir sind, damit die Menschheit erwachsen wird, authentischer wird, reifer wird, souverän, sich selber ist und gelassen reagiert und entscheidet, gehe ich noch in so ein Theaterstück rein, ja oder nein? Wie der 8-, 9-, 10-Jährige, der gefragt wird, möchtest du noch mit ins Theaterstück gehen, ins Kasperltheater, ja oder nein? Und der sagt, ja, ist noch nett, ich gehe da nochmal mit. Oder sagt, na, das sagt mir nichts, da habe ich keine Lust. Oder? Also das ist der historische Prozess. Alles ist auf Weiterentwicklung der Menschheit, dieses manchmal Aufrütteln, manchmal sehr, sehr schmerzhaft und manchmal so ein bisschen leichter zu tragen, oder? Aber alles ist darauf ausgerichtet, die Menschheit aus Fremdbestimmung, Lethargie, blindem Gehorsam, Obrigkeitshörigkeit, Zugehörigkeit, sich wegducken, klein machen, die eigenen
Gefühle unterdrücken, die eigene Intuition ignorieren für irgendwas, was im Außen anders dargestellt wird, als deine wertvolle Intuition dir flüstert. Und in dieser kleinen, feinen, puren, klaren Ecke des Internets geht es genau darum, dich hier durchzuguiden, dir behilflich zu sein in dieser historischen Zeit und dir dein persönliches, individuelles Leben damit leichter zu machen, weil sich der historische Prozess immer runterbricht in unsere individuellen Leben und sich häufig verblüffend gleich zeigt, häufig aber auch unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bewusstseinsstadium der Einzelne ist, oder? Und du darfst dein eigenes individuelles Leben zum Blühen und Strahlen bringen und den historischen Prozess elegant meistern. Und mir ist wichtig zu sagen, ich sage nicht, dass der leicht ist, ganz im Gegenteil. Der ist super schwer, super hart und manchmal auf Anhieb nicht gut zu handeln. Es zieht uns immer wieder den Teppich unter den Füßen weg, was vor unser aller Augen gemacht wird, geschieht und was wir aber nicht wahrhaben wollten, aus Zugehörigkeit, aus Obrigkeitshörigkeit, aus, es kann doch gar nicht sein, aus Vaterstaatdenken, aus diesen ganzen Mustern, aus denen wir von Jahrhunderten herkommen, oder? Und um dir diese Zeit leichter zu machen und dein Leben beruflich und privat, habe ich heute wieder ein spezielles Einzelthema für dich, womit ich dir sehr gerne behilflich sein möchte, dass du leichter durch diese Zeit kommst, weil wir leben auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Das heißt, du kannst jederzeit in einem der Tools von künstlicher Intelligenz eingeben, gib mir 5 Schritte, das, da, 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 da. Und dann kriegst du die 5 Schritte. Das heißt, das Wissen ist alles da. Das sage ich seit wie eine Schallplatte, die hängen bleibt seit 7 Jahren, oder? Das Wissen ist da. Es geht allein um die Transformation. Wir sind nicht mehr im Wissenszeitalter. Das ist alles auf Knopfdruck da. Wir sind im Transformationszeitalter. Das heißt, das Loslassen von den alten, uns blockierenden, lähmenden Glaubenssätzen, Mustern und Überzeugungen. Und dazu gehört, endlich wieder authentisch Grenzen setzen zu können. Da habe ich vor, ich glaube, 4 Wochen schon mal ein ähnliches Thema mit einer ähnlichen Herangehensweise gemacht. Und aufgrund eurer Rückmeldungen und den Coachings dazu mag ich das Thema nochmal aufgreifen, nochmal ein bisschen noch knackiger machen, noch klarer, um dir bei der Transformation zu helfen. Weil das ist das, was mein Coaching-Verständnis ist. Ich bin Sparringspartner für dich, dass dein Leben leichter sein darf. Oder? Wie das geht, kannst du googeln. Das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist die Transformation, dich von A nach B zu machen, zu bewegen, zu entwickeln. Von der bisherigen Persönlichkeit, die vielleicht sich viel noch wegduckt, nicht klar Grenzen setzt, hin zu der Persönlichkeit, die ganz klar ihre Grenzen so ausstrahlt, dass sie im günstigsten Fall, im Meisterfall gar nicht mehr drüber reden muss, sondern das einfach ausstrahlt, wo ihre Grenzen sind und was man mit ihr machen kann und was eben nicht. Und das alles Ignorieren von diesen gefühlten Grenzen Konsequenzen hat. Und dass diese neue Persönlichkeit bereit ist, alles zu tun, um sich, ihre Werte und ihre Persönlichkeit, ihr Leben zu schützen. Und alles, was da rein bammt, was da rein kickt, was da Verletzendes, Kleinmachendes ist, sich traut anzuschauen und traut, ihren Weg zu gehen. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, weil das ist das, was der historische Prozess von uns allen Tag für Tag, Thema für Thema, Theaterstück für Theaterstück abverlangt. Oder? Also auch wenn das Thema als Überschrift abgedroschen klingt und vielleicht ein Gähnen hervorruft, begrüße ich dich, dass du schon bis dahin weiter mitgehört hast und lass uns das mit einer neuen Herangehensweise aus einem anderen Blickwinkel anschauen
und dich damit schon in die neue Persönlichkeit reintransformieren. Darum geht es in jeder einzelnen Podcast-Folge bei mir, dass du nach jeder Podcast-Folge ein neues Set von Denken hast oder Möglichkeit, es anders zu betrachten, als du es bisher gemacht hast. Das ist die Transformation, oder? Das heißt, der erste Schritt, die Basis für diese Podcast-Folge ist, dass du feststellst, du fühlst dich in irgendeiner Situation, beruflich oder privat, unangenehm, unwohl, oder? Und der allererste Schritt ist jetzt diese Ehrlichkeit, dich unwohl zu fühlen, das zuzulassen und nicht sofort zuzudeckeln. Das ist das, was unsere Muster, Programme und Überzeugungen nämlich machen, die wir von frühester Kindheit an und aus dem Energiefeld haben. Stell dich nicht so an, sei nicht so, oder? Sei doch kein Weichei. Alle machen das so. Sondern die Ehrlichkeit zu haben, wieder in deine Gefühle zu gehen. Das hat auch zig Podcast-Folgen, die ich schon dazu gemacht habe, dich einzuladen, deine Gefühle zu fühlen. Das ist der allererste Schritt, bei dir wieder anzukommen, in dem Computerlevel diesen Basisschritt zu machen, zu fühlen. Irgendwas hat mich gerade aus diesem, ich fühle mich wohl in meiner Haut, in meinem Leben, rauskatapultiert. Irgendwas hat mich wie aus der Balance gebracht. Und dazu braucht es diese bedingungslose, pure, klare Ehrlichkeit mit dir selber, dein Gefühl wahrzunehmen. Das wichtigste Instrument, mit dem der Körper mit dir kommuniziert, das, was off ist, dass du irgendwo von der Schiene gekommen bist, dass irgendwas gerade ist. Dieses Instrumentarium, das uns Menschen, die wir nicht abgeschnitten sind von unserer Gefühlsebene, oder zur Hand gegeben worden ist und wieder zu fühlen. Und jetzt einfach zu merken, ich fühle mich unwohl. Ich bin aus der Balance, weil irgendwas hat mich aus meiner inneren Balance rauskatapultiert. Irgendeine Missachtung, nicht respektiert sein, irgendwas Überschrittenes, irgendwas hat mich aus meiner Balance rausgebracht. Das ist der allererste Schritt, oder? Und früher haben wir dann gelernt, dass wir andere auf die Übergriffigkeit hingewiesen haben. Da kommt dieser Begriff her, Grenzen aufzeigen. Wir sind rein programmiert in eine kriegerische Sprache, das heißt in ein Denken auf Trennung. Du da, ich da. Du bist zu viel in meinen Raum, das heißt, du musst einen Schritt zurück tun. Das ist die Programmierung, die erfolgt worden, die erfolgt ist, oder? Dieses Trennende und diese kriegerische Sprache. Und wenn wir Frieden auf der Welt haben wollen, dürfen wir bei uns anfangen, bei unserer Sprache, bei unseren Begrifflichkeiten, die wir verwenden, bei unserem Denken. Wenn wir Frieden wollen, dürfen wir im Frieden denken. Und daher geht es in dieser neuen Denkweise nicht um dieses alte, du sollst bei dir bleiben, du sollst mich respektieren, du hast dieses und jenes gemacht, du musst oder du solltest, da, 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 da. Das ist die alte Herangehensweise, die basiert auf dem Mindset von Trennung, von ich da, du da, oder? Und von kriegerischer Sprache, Grenzen zeigen, zurückweisen, oder? Und heute geht es um dich und deine Gefühle und um die Ehrlichkeit, dich selber wahrzunehmen, deinen Schmerz, deine Disbalance, deine Verletzung, die sich bei dir zeigt, oder? Dass du dich verletzt fühlst, unterbrochen fühlst, klein gemacht fühlst, ungehört fühlst und die Ehrlichkeit zu wissen, was du jetzt brauchst. Du bist selber aus der Balance. Das heißt, jetzt ist die Frage, was bringt dich wieder in die Balance? Und das ist nicht eine Verhaltensregel an irgendwen da draußen, sondern das ist das, dass wir wissen, wo ist meine Balance, wo ist mein innerer Frieden und wieder in diesen inneren Frieden reinfinden, oder? Diese Ehrlichkeit mit sich selber zu wissen, oh, ich bin irgendwie aus der Bahn geraten, aus der Balance geraten. Ich muss jetzt irgendwas tun, damit ich wieder in die Balance komme.
Und es hat überhaupt nichts mit dem Außen zu tun, oder? Sondern das ist ganz, ganz diese Ehrlichkeit mit sich selber und dieses Kennen von sich selber und die Ehrlichkeit, diesen Schritt zu kommunizieren. Nicht, dass der andere was zu tun oder zu lassen hat, sondern das eigene zu kommunizieren, oder? In der Kommunikationsart, die freundlich ist und respektvoll, weil wenn wir Frieden und Respekt haben wollen, dürfen wir es als allererstes selber leben und lernen. Das heißt, es ist ein Selbstverständnis, pur und klar und ehrlich, authentisch, friedlich für dich selber einzustehen, weil es geht um deine Reparaturbedürfnisse. Und dann zu kommunizieren, was du jetzt unternimmst, um wieder für dich in die innere Ruhe zu kommen und zu sagen, ich brauche jetzt mal Ruhe, ich gehe jetzt nach Hause. Ich brauche mehr Platz, ich muss und ich brauche jetzt frische Luft, ich gehe eine Runde um den Block, ich muss das Fenster aufmachen oder klar zu sagen, ich möchte ausreden. Oder klar zu sagen, ich bin aus der Balance und muss jetzt Zeit und Raum für mich haben, um wieder in meine innere Ruhe, in meinen inneren Frieden zu kommen. Und dabei geht es nicht um die Erlaubnis des anderen, es geht auch nicht um die Abstimmung deiner Befindlichkeiten und Bedürfnisse mit anderen, es geht auch nicht um das Verständnis des anderen. Dein Leben ist kein Conference Call, sondern es geht um die Klarheit für dich, die Ehrlichkeit für dich einzustehen. Es geht darum, mehr in die Souveränität und Gelassenheit, in den Frieden und in die Authentizität, du mit dir zu kommen. Oder? Und es ist einfach nur wie im Computerspiel, der nächste Level, der sich da offeriert hat, wo du lernen kannst, damit jetzt umzugehen, dich selber mehr kennenzulernen und festzustellen, ich bin aus der Balance, ich möchte wieder in meine Balance kommen. Und dafür brauche ich jetzt frische Luft, Ruhe, eine schöne Kanne Tee, schöne Badewanne, ein schönes Musikstück, einen Spaziergang, Friseurbesuch, was auch immer, oder? Das heißt, die eigenen Tools zu kennen, die dir gut tun, wieder in deine innere Ruhe zu kommen. Und es geht nicht darum, dass wir von außen irgendeine Form von Validierung, Erlaubnis, Zustimmung, Gemeinsamkeit oder sonst irgendwas haben. Überhaupt nicht. Es geht allein in deinem Leben um dich. Und dabei geht es nicht darum, gegen den anderen, sondern immer nur für dich aus dem Frieden raus. Und das ist kein Conference Call. Du musst dich nicht abstimmen, sondern da reinzugehen, zu merken, wow, in der Situation, bei dem Arbeitgeber oder in dem Business oder in dem Verein oder in dem Zusammenhang geht es mir nicht gut. Da falle ich aus meiner inneren Ruhe raus. Was ist das? Das ist the work. Das ist die Transformation, zu erkennen und zu lernen und dann zu gucken, bleibe ich in der Situation und lerne ich die zu meistern oder verändere ich die Situation, weil ich keine Lust mehr habe, das täglich neu meistern zu müssen, oder? Weil es geht in deinem Leben allein um dich, um dein Wohlbefinden, wie du mit dir selber umgehst. Und wenn du mit dir ehrenvoll, respektvoll, friedlich umgehst, dann kommt niemand im Außen auf die Idee, mit dir schäbig umzugehen, weil es nicht dein Tanzparkett ist. Oder wir sehen im Außen nur das, was wir uns selber schon angetan haben, wo wir bereit waren, uns klein zu machen, wo wir bereit waren, irgendwas hinzunehmen, wo wir bereit waren, uns anbrüllen zu lassen, irgendwie mit uns umgehen zu lassen. Oder wo wir zwar was gesagt haben und wieder gesagt haben, aber es hatte keine Konsequenzen im Tun. Oder? Und darum geht es in diesem wie so in dieser neuen Meisterschaft Grenzen zu setzen. Das ist die Grenze für sich zu setzen. Wie lasse ich mit mir umgehen? Wie gehe ich mit mir selber um? Oder es geht um deine Ehrlichkeit
bedingungslos dir selber gegenüber. Da liegt die Transformation drin. Nicht im Fingerpointing zu anderen oder zu einer Situation oder Gegebenheit im Außen, dass irgendwas im Außen sich ändern muss. Wir sind die, die transformiert werden in unserem Leben und in diesem historischen Prozess. Wir können an uns arbeiten, bei uns hingucken und Situationen, das Außen, die Umgehensweise ändern, für mich die Werte hochschrauben, mein Verhalten mir selber gegenüber ernster nehmen und dann mal sagen, ich möchte nicht angebrüllt werden. Das ist das erste und letzte Mal jetzt. Beim nächsten Mal werde ich gehen oder ich gehe jetzt. Ich möchte das nicht. So, lass uns einen neuen Termin vereinbaren. Also es geht um ein völlig neues Agieren aus einem ganz anderen Bewusstseinsstatus raus, oder? Dieses Wahrnehmen, oh, das ist jetzt eine unangenehme Situation. Warum bin ich in der? Und bei sich bleiben und erkennen, wow, das ist wie ein Computerspiel. Das ist ein Level, den will ich jetzt meistern, weil ich nie wieder so einen Umgang haben möchte. Nie wieder auf solche Menschen treffen möchte mit so einem Benehmen. Nie wieder auf Menschen treffen möchte mit so einem Bewusstsein und Umgehenston, oder? Und das ist, wir können nicht die im Außen ändern, die sind, wie sie sind. Wir können uns ändern und in dem Moment, wo wir uns ändern und da uns transformieren, tanzen wir auf einer anderen Parkettebene. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Und gehen raus aus solchen Situationen, raus aus solchen Begegnungen, arbeiten an uns, schauen das genau an, was läuft da in mir ab, dass ich sowas habe. Ich will diesen Level meistern, damit ich in Zukunft frei bin von solchen Pappenheimern, von solchen Situationen, oder? Damit ich mich raustransformiere aus dieser Ebene, wo so Menschen tanzen, leben, die so einen Umgang pflegen. Das ist der historische Prozess, in dem wir sind. Das ist ein ganz ruhiger, stiller Prozess. Das ist keine laute Revolution. Das ist das, was die andere Seite möchte, dass wir laut auf die Straße gehen und demonstrieren, dass sie da eingreifen können. Der Prozess, der historisch ist, ein ganz leiser und findet in den Coaching-Büros statt, wo man sagt, du, ich habe dieses Thema und ich möchte mich raustransformieren, dass ich solche Begegnungen und Situationen nicht mehr habe. Ich mag aus dieser Situation so viel lernen, dass ich es einfach nie wieder in meinem Leben habe. Das ist der historische Prozess. Das ist das ruhige Vorgehen, was wir sehen und was ich von so vielen Kunden höre, die nicht mehr auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, die nicht mehr in Restaurants mit grellem Licht gehen, nicht mehr in Restaurants mit lauter Musik gehen, nicht mehr an Orte gehen, wo sie sich unkomfortabel fühlen. Weil entweder wir arbeiten an uns, aber wir können nicht die Restaurants ändern. Aber wir können im Lieblingsrestaurant sagen, ist euch aufgefallen, die Musik ist so wummerig und so laut, wir können uns kaum unterhalten. Das heißt, ich kann artikulieren, was ich gerne hätte und was ich brauche für meine Balance. Und entweder sie können es tatsächlich auch mal anpassen und wollen es anpassen, oder ich suche mir natürlich mit meinen Freunden und Familie die Restaurants, die diese Musik haben, wo ich mich schön unterhalten und zurücklehnen kann, oder wo ich nicht nach vorne gehen muss und zu zweit mich nur unterhalten kann. Also es ist immer diese Ehrlichkeit mit mir selber, dieser Radar, wie fühle ich mich, wie geht's mir und was kann ich tun, damit ich wieder in die Bahn kommen, dass ich wieder in meinem inneren Frieden bin, diese Ehrlichkeit dir selber gegenüber und die Klarheit über die Wiederherstellung deiner Balance in deinem Leben, in deinem Gefühl, in deinem Körper, oder? Und dann ist es nur eine kurze, knackige Mitteilung an den anderen. In der Lautstärke kann, fühle ich mich nicht wohl zum Essen, gibt es eine Änderung. Ich möchte nicht so angebrüllt werden oder du musst mir nicht solche E-Mails schicken. Ich schicke die auch nicht. Ich möchte höfliche, freundliche E-Mails, sonst schicke ich sie zurück oder sonst tue ich sie gleich in den Spam-Ordner. Und das dann auch zu tun, oder?
weil das schützt deine Lieblingstemperatur. Das ist die Transformation, was du mit dir machen lässt und was eben nicht. Und wo du feststellen wirst, je intensiver du das machst, je länger du da dabei bleibst, je konsequenter du dir da bist, umso leichter wird es, weil alles andere wegfällt. Manche sind tatsächlich wie kleine Kinder, die bremsen so lange, bis sie Konsequenzen spüren. Die müssen Konsequenzen spüren. Die müssen ein E-Mail zurückkriegen, nicht meine Baustelle, nicht meine Affen, nicht mein Zirkus, nicht mein Aufgabenbereich. Oder wo ist es so lange liegen geblieben? Die Frist ist vorbei, bitte kümmert euch. Dieses ganz klar für dich einstehen. Oder wenn du selbstständig bist, gehst du in Diskussion mit deinen Kunden, ja oder nein? Arbeitest du an deinem Businessmodell, weil irgendjemand irgendwas sagt, ja oder nein? Hast du die Grenze für dich, wo du dich wohlfühlst? Es ist unendlich berührend, wenn ich das mit meinen Kundinnen anschauen darf, die so schöne Business-Ideen haben, die irgendwann mal erstickt worden sind, weil irgendwer irgendeinen Kommentar gegeben hat. Und dieses Aufblühen und diese Sternchenaugen, wenn wir es wie freilegen und wenn wir wie diese innere Stimmigkeit auf einmal freigelegt haben und die Kunden das spüren, ja, das bin ich. Das ist das, was ich in die Welt bringen möchte. Das ist das, was ich selber für mich gelöst habe, was ich für mich selber erfahren habe, wo ich weiß, da warten hunderte andere drauf, dass ich ihnen in diesem Bereich behilflich sein darf. Das ist die Souveränität, die wir haben wollen. Das ist der historische Prozess, wo wir gedrückt, geschubst, drangsaliert werden, bis wir endlich für uns einstehen. Oder? Also es geht ausschließlich darum, dass du ehrlich für dich feststellst, wenn dir was zu viel ist, nicht gut tut, gegen deine Werte ist. Dass du dich so gut kennst, dass du weißt, jetzt brauche ich Zeit und Raum für mich selber. Jetzt muss ich für mich selber über die Bücher gehen. Jetzt muss ich gucken, wie ich meine innere Balance wieder finde, wie ich wieder zu mir selber finde, wie ich die neue Persönlichkeit werde, die solche Sachen nicht mehr hat, oder? Und dafür einstehst, selber für dich zu sorgen. Und dabei geht es darum, Klarheit dir selber gegenüber, Klarheit in der Kommunikation und nur kurz zu kommunizieren. Keine Diskussion, keine Begründung, keine Geschichte, sondern nur kurz und klar zu kommunizieren, was du jetzt tust. Oder? Und innerlich wissen, das tue ich für meine innere Balance. Und ich möchte dir da noch Beispiele von Kunden geben. Die sind alle anonymisiert, weil es nicht darauf ankommt, wem es geschehen ist, wer das so erlebt oder erfahren hat, wer sich so transformiert hat, sondern einfach das Beispiel. Und das ist eine Kundin, wo wir festgestellt haben, ihr Aufgabenbereich umfasst XY und dass immer wieder Kollegen da sind, die anverwandte Themen schicken, aber nicht die Sachen, die klar zu ihr gehören, sondern die immer wieder wie so Nischen und so ein Gemauschel haben, dass man es doch bei ihr dumpen kann, oder? Und das machen Arbeitskollegen, wenn sie merken, mit der kann man es machen. Das heißt, zuallererst braucht es diesen Selbstrespekt, dieses Selbstvertrauen zu wissen, das bin ich, das ist mein Arbeitsbereich und ich dulde keine Überschreitungen. Oder und das dann zurückzuschicken. Ein freundliches E-Mail, das Projekt, das du mir geschickt hast, ist nicht mein Bereich, daher sende ich es dir zurück. Ganz kurz und knackig. Es braucht keine Begründung, keine ellenlange Geschichte, sondern nur kurz und knackig. Das bin ich, das ist mein Bereich, das Projekt gehört nicht dazu, daher zurück. Und es war so erfüllend, so diese Klarheit auf einmal zu spüren für meine Kundin und zu spüren, wow, ja, das ist der Weg. Mehr muss ich gar nicht machen. Alles andere waren Geschichten, die der Kopf erzählt hat. Ich muss es begründen und der Kollege wird ja so laut und der macht es dann vor allen. Das macht er nur einmal. Und zwar nur einmal, wenn er merkt, von dir, mit dir kann man es nicht machen. Weil du dir klar bist, wer du bist, was deine Werte sind, was deine Balance ist, was deine Mitte ist und messerscharf erkennen kannst, was dich aus der Balance bringt und
kristallklar weißt, was dich wieder in die Balance reinbringt, oder? Und das kristallklar, messerscharf, kurz und knackig formulieren kannst und willst und gewillt bist, einfach nur ganz kurz zu sagen. Ganz eine kurze Kommunikation, oder? Ein anderes Beispiel ist, da hat eine Kundin erzählt, es gibt einen Chef, der sehr laut mit ihr redet, fast schon brüllend, auf alle Fälle sehr dominant von der Statur, von der Lautstärke, von der Art und Weise der Kommunikation. Daran haben wir gearbeitet, das alles auseinander sortiert, oder? Was ist da eigentlich, was dich triggert? Was ist da, was dich zusammenfallen lässt, was dich aus der Größe, aus der Authentizität, aus der Ehrlichkeit und aus deinem relaxten Balance-Status rausbringt. Und dann haben wir rausgemändelt, rausgearbeitet, dass sie ganz kurz und knackig sagen kann, es ist anstrengend und unangenehm für mich, wenn du so laut redest, so wild auf mich einredest und mir zu nahe kommst. Mein Gehör ist gut, ich verstehe, was du sagst. Ich brauche jetzt Zeit, um meine innere Ruhe wiederzufinden. Und wir machen einen neuen Termin ab und den, da besprechen wir ganz ruhig und sachlich, worum es geht. Lass uns einen neuen Termin abmachen. Kurz und knackig, oder? Und das ist die Vorarbeit, bevor wir kurz und knackig kommunizieren können. Ist es die Vorarbeit zu erkennen, in welchem Computerlevel stecke ich gerade? Was darf ich jetzt gerade lernen, damit ich immer in der Balance bin und damit ich diesen Level ein für alle Mal gemeistert habe? Und du kannst mir glauben, der Kundin passiert das nicht mehr, weil die sofort heute erkennt, die Art von Arbeitskollege, der so nonchalant Freitagnachmittag noch schnell das E-Mail schickt, die Art von Kommunikation, die solche Menschen an den Tag legen und das ganze Gehabe, die Dezibel, die Wortwahl, die Struktur, das Auftreten, die Art und Weise, alles das erkennt sie kristallklar. Es wirft sie nicht mehr aus der Bahn. Es wirft sie nicht aus ihrer Balance, sondern sie sieht das, oder? Aus der Souveränität und Gelassenheit raus erkennt sie das und agiert so, dass sie weiß, ich bleibe in meiner Balance und sagt gleich, du, mir ist es zu laut, lass uns für morgen 10 Uhr einen Termin abmachen. Ruhig und gelassen. Darum geht's. Und das ist echtes Grenzen setzen, oder? Weil es gar kein Grenzen setzen mehr ist, sondern ein für sich einstehen. Zu wissen, wo deine Werte sind, zu wissen, wo deine Grenzen sind, zu wissen, was dich aus der Bahn wirft und zu wissen, wie du vorgehen kannst. Und dann zu wissen, das Ende von dem ganzen Beobachtungsprozess, von dem ganzen, das Wollknäuel auseinandernehmen, was dich da so triggert, dass du aus der Bahn geworfen wirst und das Gefühl hast, ich muss lernen, Grenzen zu setzen. Im Kopf wie erkennen in so einer Situation und nur das Ergebnis präsentieren. Kurz, knackig. Deine Entscheidung ist kein Conference Call. Es braucht keine Übereinstimmung, keine Erklärung, keine Begründung. Es braucht nur pures, klares Kommunizieren, was dein nächster Schritt ist und von dir natürlich, dass du diesen Schritt gehst und nicht einknickst und ach, das eine Mal noch. Nein, sondern dann dabei bleibst. Und dieses erste Mal so ein E-Mail zu schreiben und zu sagen, nicht meine Baustelle. Das ist die Herausforderung, weil das ist, wie die neue Persönlichkeit agiert, wenn wir noch in der Haut der alten Persönlichkeit stecken, aber schon so agieren sollen, wollen, üben, wie die neue Persönlichkeit ist, oder? Aber wenn du das einmal machst und dann dabei bleibst, dann erntest du, dass du auf einmal diese neue Persönlichkeit bist, der das in Fleisch und Blut übergegangen ist, oder? Also trau dich. Es geht nicht um Vorwürfe und Fingerpointing und dass sich andere irgendwie ändern müssen. Es geht einzig und allein darum, dass du für dich deine Lebensbetriebstemperatur festlegst, eine für dich wohltuende Lebensart und Umgangsweise
ehrlich definierst und erkennst, wenn es eine Abweichung gibt und aus der Situation der Abweichung elegant aussteigst und sagst, mir ist es zu laut, ich brauche da Ruhe, morgen um 10 besprechen wir das neu, sachlich und gelassen. That's it. Cool, oder? Also trau dich, dich selber zu sein. Trau dich, deine Betriebstemperatur, den Tanzboden für dein Leben zu definieren und dabei zu bleiben, weil du bist wundervoll. In dir warten so viele Ideen, die ins Leben gebracht werden wollen, so viel Business-Ideen, so viel Wertvolles, weshalb du auf der Welt bist, weshalb wir auf dich warten, oder? Trau dich, endlich du selber zu sein, dich nicht mehr ablenken zu lassen vom Geschrei im Außen, von was auch immer sich im Außen präsentiert, sondern trau dich, den historischen Prozess, der sich in deinem individuellen Leben gerade zeigt, zu meistern. Ich bin dir super gern natürlich behilflich. Das ist das, was mein Coaching ausmacht. Das ist die Transformation, die Begleitung in der Transformation. Deshalb ist mein Coaching eine Abkürzung, dass du da nicht selber dran rumfriemeln musst und mache ich nicht, traue ich mich was zu sagen oder schreiben oder nicht, sondern wir machen zusammen die ganze Hausaufgabe im Vorhinein, sodass du dann frei agierst, wenn die Situation da ist, oder? Also trau dich, dich selber zu sein, trau dich, in deiner inneren Balance zu sein, trau dich, mit dem Frieden in der Welt bei dir selber anzufangen und aus den ganzen Glaubenssätzen, Mustern auszusteigen, warum wir uns erzählen, warum wir so mit uns umgehen lassen und uns dabei aber eigentlich schlecht fühlen. Also trau dich, dich selber zu sein, mit allen Konsequenzen natürlich und mit allem, was mit dazugehört. Und trau dich, ins Coaching zu kommen, weil dein Leben leicht sein darf, weil es meine Mission ist, dass dein Leben im Fluss sein darf, beruflich und privat. Also trau dich, Grenzen zu setzen, indem du für dich einstehst. Herzliche Grüße, deine Nadja. Oh, und die herzliche Umarmung natürlich. Jetzt war ich so im Schuss. Also herzliche Umarmung und herzliche Grüße, deine Nadja.